Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2 Dark Waters. Wir sind dabei, Antigua zu erkunden, nachdem wir im letzten Part uns die Wasserfässer besorgt haben. Damit hätten wir auch mittlerweile alles, wenn ich mich nicht irre, was wir brauchen, um wieder abzulegen. Allerdings haben wir auf Antigua erstmal noch einiges zu tun. Wie beispielsweise diese Truhe hier plündern. Okay, da war jetzt nicht sonderlich viel drin. Wer wohnt denn da? Das schauen wir uns später mal an. Wer da so haust. Vielleicht wohnt da sogar Eldrick. Ne, kann nicht sein, der ist ganz woanders. Hat uns Bill erzählt. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Und schauen da unten und schauen uns da unten um. Aha. Hier sind die fiesen Sandteufel. Leck mich, komm. Oh. Wollt mich verarschen. Ich lasse mich hier auch von Sandteufeln noch besiegen. Die allerersten Gegner in dem Spiel. Dass es die immer noch gibt. Auf diese dicken Krabben haben wir schon lange nicht mehr. Die haben wir schon lange nicht mehr getroffen. Diese dicken Viecher, die man immer umtreten muss. Wo ich noch nie wusste, wie man die überhaupt umtritt. Aber gut, mittlerweile weiß ich es ja. So, Würgerang. Oh, da hinten ist so eine Krabbe, oder? Ich glaube, ich habe gerade da hinten so eine Krabbe rumlaufen gesehen. Tatsächlich, sieh meine an. Nicht nur eine, aber die sind ja auch nicht sonderlich stark. Sobald man die mal auf ihren Hintern gelegt hat. Komm doch. Wieso blocken die jetzt die ganze Zeit? So, zack. Und dann drauf. Bam. So, die wäre tot. Mittlerweile mit unserem Oh, jetzt ja auch schon kaputt. Mit unserer mittlerweiligen Waffe. Nee, mit der Waffe, die wir mittlerweile haben. Kann man die sogar direkt töten, sobald sie auf dem Hintern liegen. Letztes Mal ging das ja noch nicht. Da hat die Waffe noch nicht genug Schaden gemacht, dass das sofort funktioniert. Okay. Dann gehen wir mal hier hoch. Da an diesem kleinen Sandstrand hier liegt nichts mehr. Dann nehmen wir die Schädelblüte mit und plündern diese schöne Truhe. Auf Antigua gibt es ein bisschen mehr. Ich hatte ja schon bemängelt, dass es so wenig Sachen zu entdecken gibt. In Risen 2, oder was heißt so wenig? Zu wenig, meiner Meinung nach. Es könnten ruhig ein paar mehr Kisten dort stehen. Gut, ich gehe jetzt mal hier hin. Ich gehe mal davon aus, dass man hier auch wieder wegkommt. Da nicht, aber hier, ne? Hoppala. Ja. Ne, Moment mal. Wo geht's denn hier noch hin? Okay, da ist wahrscheinlich nichts mehr. Oder? Na, hier geht's auch nochmal weiter. Ne, hier liegt nichts mehr. Hier könnte jetzt zum Beispiel irgendwas sein. Gut, es ist unter Wasser. Aber trotzdem. Also ein bisschen wenig, finde ich, gibt's schon zu entdecken in Risen 2. Aber gut, hier auf Antigua geht's, finde ich. Aber ansonsten, gerade auf der letzten Insel, da die Bucht von Maracay, ja, das war extrem wenig, wie ich finde. Und dann gab's an jeder Stelle so eine komische Klippe, wie man hochspringen konnte. Und letztendlich gab es da dann meistens kaum etwas, manchmal sogar gar nichts. Das war dann schon ein bisschen armselig, aber gut. Ansonsten ist Risen 2 Dark Waters ein exzellentes Spiel, auch wenn ich nicht weiß, warum ich Hardware-Probleme mit dem Ding habe. So super sieht es jetzt nämlich auch nicht aus. Alles klar, gut. Hier unten haben wir jetzt soweit alles. Dann gehen wir gleich hoch zu dieser Hütte, die wir im letzten Part entdeckt haben. Oder, nee, das war sogar noch in diesem Part, oder? Ich glaube, das war sogar noch in diesem Part. Na, ist ja auch wurscht. So, dann checken wir erstmal noch hier die Rhetorik ab. Weiß nicht, ob irgendwer, wahrscheinlich nicht. Falls irgendwer Dendemann kennt, den Sänger, beziehungsweise singt ja nicht unbedingt, der hat ein Lied, checkt mal die Rhetorik ab. Ne, das heißt glaube ich gar nicht so. Wie heißt denn das? Ich weiß es gar nicht. Naja, auf jeden Fall sagt er irgendwann mal, checkt mal die Rhetorik ab. Deswegen habe ich das jetzt auch gesagt. Ist aber auch im Prinzip total wurscht. Du sollst nicht den Sandteufel umkicken, Patty. Du sollst hier die Riesenkrabbe umkicken. Ja, genau so. So, zack, zack. Double Team. Bam. Muschel bekommen wir von dem Vieh. Und da liegt auch noch eine Muschel. Super Sache. Dann nehme ich mir von denen noch die Leuchtkugeln hier mit. Wir könnten mittlerweile auch mal wieder speichern, so wie ich das sehe. So. Und dann gehen wir mal hier noch rein und gucken, ob wir hier irgendwas finden.
Hier im Sand. Keine Muschel. Nö, nichts. Da sieht man den Steg von diesem Haus. Dort gehen wir jetzt auch hin. Habe ich jetzt hier das komplette Gebiet abgegrast? Ich glaube schon, oder? War ich hier? Ja, hier war ich. Ja, ne, hier müsste ich jetzt alles... Also das Gebiet hier unten, das haben wir jetzt komplett abgesucht. Ja, okay. Dann gehen wir mal zu dieser Hütte. Und gucken, wer hier haust. Lagerfeuer. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Wir haben nichts dabei, okay. Jetzt mal die Markibeere mitnehmen. Hier ist noch eine Geisterlilie. Die lassen wir uns auch nicht entgehen. Hier liegt noch eine Schädelblüte. No. Hier ist aber einiges am Pflanzen. Das ist eine Kräuterhexe. Na, scheiße. Wir müssen doch die Treppe hier hochgehen. Liegt gleich irgendwas unterm Haus. Geil, da kann man sogar hinlaufen. Aber hier ist nichts, ne. Außer Patty jetzt, aber ansonsten... Liegt hier vielleicht noch was an Kräutern? Ja, da ist Pulvermohn. Gut, aber ansonsten... Alles klar. Gut. Dann schauen wir mal. Da hängt eine Lederhose, der scheint Minecraft zu spielen. Fischerhütte gefunden. Super Sache. Questerfolg. Und da ist auch wer drin. Ansonsten ist hier nichts mehr. Nicht noch irgendwie eine Truhe oder so. Nein, hier ist ein Fischerboot. Aber sonst nicht. Gut, hätte ja können sein, dass hier irgendwie noch eine Truhe steht oder was. Hätte man die noch gerade können ausbeuten. Oh, der Mutige. Hier gibt es nochmal einen legendären Gegenstand. Er wollte jedem beweisen, dass er den hohen Hügel sogar mit seinem Holzbein hinaufklettern kann. Eines Nachts verließ er Takariguas Piratennest, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Ob er den Gipfel je erreichte, hat man nie erfahren. Das Holzbein habe ich schon gefunden. Ja, das haben wir schon lange. Das war der allererste Gegenstand, der allererste legendäre Gegenstand, den wir gefunden haben. Der zwei Bette. Wieso hat er zwei? Eddie. Na, endlich kommt mal jemand aus der Stadt. Ich dachte schon, wir wären verloren. Bist du hier der Fischer? Ja, ich und mein Kumpel Duncan. Wir leben hier schon seit vielen Jahren. Was ist dein Problem? Duncan und ich liefern unseren Fang regelmäßig in die Stadt. Aber beim letzten Mal ist alles schiefgelaufen. Da war ein klabauter Mann... Ich glaube, er hat Duncan gefressen. Was? Was genau ist euch denn passiert? Also, wir haben eine Menge Fische in einer Grotte entdeckt. Erst haben wir uns total gefreut. Aber dann kam dieses furchtbare Geräusch. Es klang wie ein tiefes Knurren. Da bin ich abgehauen und habe erst später gemerkt, dass Duncan nicht mehr da ist. Okay, kann ich dir irgendwie helfen? Wie denn? Was willst du denn machen? Wenn der Klabautermann da rauskommt, sind wir geliefert. Ich kümmere mich um deinen Klabautermann. Entweder du bist verdammt mutig oder lebensmüde. Ich hoffe, du kommst wieder, sonst werde ich hier noch verrückt. Ich schau mal, ob ich deinen Kumpel Duncan finden kann. Ich glaube nicht, dass er überlebt hat. Aber ich wäre schon dankbar, wenn du irgendwas von ihm findest, damit ich Gewissheit habe. Wir werden sehen. Wo ist diese Grotte? Sie ist nicht weit von hier, am Ende des Strandes. Oh, ich darf gar nicht darüber nachdenken. Wie kommst du darauf, dass das ein Klabautermann ist? Was soll es denn sonst sein? Es ist jedenfalls weder Tier noch Mensch. Also muss es eine Art fleischgewordener Geist sein. Aha. Hast du schon mal was von Mara gehört? Es gibt Spukgeschichten über sie. Sie soll Tentakel haben und abgrundtief böse sein. Der alte Mac hat mal sowas erwähnt. Aber das ist doch nur eine Geschichte, oder? Nein, leider nicht. Ich glaube, dass Mara deinen Klabautermann geschickt hat. Oh, erzähl doch nicht sowas. Ich erinnere mich, dass eines Abends ein großer, schwarzer Schatten aus dem Meer kroch.
Ich habe ihn nicht richtig erkannt, aber er war schaurig. Am nächsten Tag war nichts mehr zu sehen und dann sind wir wieder fischen gegangen. Wenn Mara wirklich dahinter steckt... Oh, mir wird schlecht. Was hat der Kerl für einen komischen Hals? Ich suche einen Druiden. Sein Name ist Eldrick. Was? Eldrick? Nie von ihm gehört. Dann ist er in diesem Teil der Insel nicht gewesen. Ich muss ihn weiter im Westen suchen. Na gut, das wissen wir ja auch eigentlich. Ich brauche frischen Fisch. Solange das Monster da draußen ist, bewege ich mich kein Stück. Tut mir leid, aber ich will noch nicht sterben. Ah, frischen Fisch brauchen wir auch, also scheinbar auch. Gut. Kann man sich hierhin teleportieren? Nice, hierhin kann man sich teleportieren. So, welche Höhle hat der jetzt gemeint? Am Ende der Küste. Was? Wo zum Teufel ist diese... Kann ich doch bestimmt auf der Quest markieren. Antigua, der verschollene Fischer. What the fuck? Duncan, okay. Ganz da oben. Oh, dann scheint er noch zu leben, wenn er hier auch so markiert wird als Duncan. Naja, werden wir dann sehen. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg und retten den guten Duncan, denn wir brauchen ja auf jeden Fall Fisch. So wie es aussieht. Das hatte ich zwar nicht mehr im Kopf, dass wir das noch brauchen, aber... Wir brauchen es scheinbar. So. Und zack. Mal wieder Double Team hier. So. Haben wir sonst... Ah ja, da habe ich doch irgendwo noch eine Muschel gesehen. Die liegt jetzt direkt unter der Krabbe. Liegt hier noch irgendwas? Nee. Gibt's. Alles klar, dann searchen wir hier mal den Strand ab. Aha, noch eine Muschel. Endlich finden wir auch hier mal was im Wasser. Das ist nur ziemlich selten, dass wir da irgendwas finden, aber gut. Immerhin jetzt einmal eine Garganuss. Und die Riesenkrabbe ist schon da. Aber das ist gar nicht die von da hinten. Ich dachte, das wäre die von da hinten. So, diesmal habe ich alles alleine gemacht, aber auch egal. Ah, die wollte sich gerade wieder umdrehen, das Vieh. Sieh meine an. Dann haben wir das noch gerade so platt gemacht. So, okay. Gucke ich mal hier noch. Eine Markibeere. Eine Muschel. Und eine Truhe. Super. Liegt hier sonst noch irgendwas? Ein Pokopilz. Dann öffnen wir zuerst mal die Truhe. Die ist nicht sonderlich schwer. Ja, so hat es nicht funktioniert. So auch nicht. Irgendwas muss doch gehen. Aha. Gut. Zack. Ja, gut. Krog, Tanker, Klingen ist jetzt nicht das einzig wahre, aber das einzig wahre war Steine, aber ist okay. Hier kann man noch ganz schön weit laufen. Vielleicht ist dort die Höhle, in der dann dieser Klabautermann sein soll. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also gehen wir jetzt mal dahin. Das ist wohl kaum der Klabautermann. Das ist ein Sandteufel, ein kleiner. So, Riesenkrabbe. Zack. Das war's mit dir. So. Die hätten wir... Die machen immer so geile Sounds, wenn sie tot sind. Wie so ein Motorrad, das abgewürgt wird oder sowas. Naja. Alles klar, dann gehen wir hier mal rein. In die Höhle des Löwen oder die Höhle des Klabautermann, wie auch immer man will. Aha, bin ich mal gespannt. Hier liegt erstmal noch ein Pokopilz mitten im Wasser. Da ist noch einer. Bisher kann ich noch nichts sehen. What the fuck? What the fuck? Was ist das für ein Riesenvieh? Alter Falter. Okay, ich glaube, mit meinen Legs hier schaffe ich das Ding nicht. Das war's dann erstmal wieder mit Let's Play Risen 2 Dark Waters. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über eine Bewertung des Videos und einen Kommentar würde ich mich sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.